Eine Folge, die auf der Toilette beginnt, wird bestimmt voll der überkrasse Shit. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill. Wir waren auf der Flucht vor dem Detektiv, dem alten Mann. Die Straße ist voller leerer Kisten und anderem Zeug. Ich komme nicht durch. Drüber klettern ist völlig ausgeschlossen. Seht euch an, wie hoch diese Kisten sind. Sie gehen mir fast bis zu den Knien. Dann werde ich wohl einen anderen Weg suchen müssen. Da geht es zurück zur Toilette, da möchten wir gerade nicht hin. Heather hat Besseres zu tun. Und hier am Ende dieses Ganges ist, was für ein Glück, was für ein Zufall, natürlich ein Wohnwagen geparkt. Das ist kein Wohnwagen, Leute. Das ist der weiße Bus. Na, das ist eine Hilfe. Vielleicht sollte ich drumherum gehen. Auch egal. Aber wie konnte dieses Auto hier parken? Das ist kein Auto. Das ist ein Bus. Der weiße. Ursprünglich war er Bus der Graue, aber dann ist er... Ne? Und dann wurde er zu Bus dem Weißen. Okay, wir werden den weißen Bus jetzt erstmal ignorieren. Viele von euch werden gar nicht wissen, worauf ich anspiele. Wir gehen durch diese Tür hier rein. Vielleicht werdet ihr es ja bald erfahren. Denke mal... Die meisten dieser Türen sind verschlossen und sie sind es auch. Eine ist offen und das war, glaube ich, eine sehr große in der Tat. Kann es die gewesen sein? Nein, die ist abgeschlossen. Diese Tür, da ist das Schloss kaputt. Aber die hier ist abgeschlossen, das heißt, man kann sie von der anderen Seite irgendwann öffnen. Das ist der Unterschied dazwischen, nur dass ihr euch nicht wundert. Abgesehen davon wäre es ja irgendwie völlig unlogisch, wenn... 90% aller Türen in einem funktionierenden Supermarkt ein kaputtes Schloss hätten. Das wäre ja wirklich weit hergeholt. Guten Tag. Im Hintergrund unterhalten sich Leute. Hier ist ein Blumentopf umgefallen. Ich werde ihn bestatten später. Die Geschäfte hier machen keinen guten Umsatz und niemand weiß wieso. Vielleicht weil das Schloss kaputt ist. Naja, gehen wir mal dort rein. Eine Waffe, kann man die kaufen? Oh, der Verkäufer ist wohl beschäftigt. Er möchte einen Dönerstand aufmachen und hat deshalb ein Dönertier gezüchtet. Sieben Schüsse, wenn das so einfach wäre. Die cheatet doch. Die cheatet doch. What the hell is this thing? Ein Dönertier. Mir ist gerade aufgefallen. Es ist ein Monster. Ich hab's getötet. Oh ja, den ganzen Text vorher habe ich jetzt irgendwie weggedrückt. Schade. Aber mir ist gerade aufgefallen, wem auch immer diese Waffe vorher gehörte, der hatte schon dreimal damit geschossen. Denn es passen 7 Patronen rein. 10, um genau zu sein. Und sie konnte nur 7-mal schießen. Ich kann Fußspuren auf dem Boden machen. Oh, ein Crafting-System. Oder sowas ähnliches. Da liegt doch irgendwas. Sie guckt dahin, als läge da irgendwas. Ach so, ja, okay. Ist mir nicht aufgefallen. Und da liegt ebenfalls etwas. Ich kann von hier aus sehen, dass es tot ist. Ob ich die Polizei rufen soll? Die würden mir sowieso nicht glauben, wenn ich sage, jemand ist von einem Monster getötet worden.
Naja, aber es ist bedenklicher, dass du mit einer geladenen Waffe im... Na, im Laden dieser Person rumläufst. Das ist bedenklich. Da würde ich mir Sorgen machen. Öffnen wir erstmal die Tür, das ist dieselbe, die ich eben schon gezeigt habe von der anderen Seite. Und hier hängen Karten. Ich liebe Karten. Weil die Karten in Silent Hill 3 ziemlich schön sind, aber vor allem, weil ich mich gern mal verlaufe. Aber ich glaube, diesen Weg hier habe ich... Bin ich richtig? Ja. Diesen Weg hier habe ich im Kopf. Diesen Weg habe ich im Kopf. Ich liebe es. Egal. Zweite Etage. Irgendetwas Böses lungert um die Ecke. Oh, hi. Ich wollte nicht stören. Also, ich wollte echt nicht stören. Du musst mich nicht angreifen. Ich bin lieb. Nicht rauchen! Nicht rauchen, Heather. Das ist wichtig für deine Gesundheit. Weil in diesem Einkaufszentrum so viel auf Gesundheit geachtet wird. Helens Bäckerei. Das ist Brot. Aber ich habe keinen Hunger, also brauche ich mich darum nicht zu kümmern. Doch, Heather, du weißt doch, was man sagt. Ehre das Brot und kümmere dich darum. Es ist kein Personal hier, wo die wohl alle sind. Und der Text erscheint, wenn ich zu den Bierflaschen gehe. Es ist kein Personal hier, aber da liegt ein Text, den sollst du lesen. Danke. Das ist ein Werbezettel. Knusprige, krustige Brote direkt zu Ihnen nach Hause. Alles im Angebot Helens Bäckerei. Ja, scheint aber nicht so gut zu laufen, denn sonst hätte sie genug Geld, um Personal zu bezahlen. Das ist Brot. Nein, Heather, das ist auch kein Brot. Ich suche aber was Bestimmtes hier. Keine Sorge, ich suche diese Zange. Denn ich mag Zangen. Aber es hat noch andere Gründe, dass ich diese Zange suche. Wir werden sie, wie ihr euch vielleicht denken könnt, später noch gebrauchen. Das Monster da lasse ich einfach mal da herumturnen. Das ist generell sehr häufig eine gute Idee. Gar nicht die Zeit damit zu verschwenden auf dem hohen Schwierigkeitsgrad, denn ich habe keine Ahnung, wie viele Schüsse wir brauchen würden. 10, 20, 400? Monster, lass mich in Ruhe. Ich bin nur hier auf der Durchreise. Ich habe doch gerade gesagt, dass ich dir nichts tun werde. Okay, ein Hund. Den sollte ich mit dem mit dem Messer töten können. Sollte, das ist die Theorie. Mal sehen. Oh Gott, ich treffe kaum. Der Hund ist allerdings auch verwirrt. Es könnte daran liegen, dass er keine Augen hat. Er kann uns relativ schlecht sehen. Und das werden wir auch später noch zu unserem Vorteil nutzen können. Oh Gott, das sind meine Beine. Das sind 1A-Modelbeine. Ah, die habe ich versichern lassen auf... 4 Hundehaufen. Hundehaufenversicherung. Oh Gott, wenn es die gäbe, ich wäre reich. Also nicht, dass ich irgendwie Hundehaufen machen würde, aber ich trete dauernd rein. Dieser Hund hier wiederum tritt in gar nichts rein, sondern beißt in etwas rein. Und zwar in unser Bein. Das. Es war eine schreckliche Idee. Es war eine schreckliche Idee. Es war eine schreckliche Idee. Nahkampf in Silent Hill 3 ist gegen Hunde wohl eine schreckliche Idee. Okay, tritt drauf. Tritt es fest. Ich will, dass der Hund sich noch nicht einmal mehr vom Boden erhebt. Dreidimensional. Massenweise Zeug hier, aber nichts sieht nützlich aus. Bis auf getrocknetes Rindfleisch. Das können wir auslegen und das können... Also es ist praktisch Auslegungssache. Und das können wir benutzen, um Hunde von uns wegzulocken. Gehe ich gerade in die richtige Richtung? Ja, ich gehe in die richtige Richtung, das ist schon mal ein Vorteil. Er hinter uns ist ein bisschen erzeilig. Ein Raum. Ich habe einen Gesundheitstrink. Patronen für die Pistole. Pistolen für die Patrone. Und das dort. Da ist was zwischen Tisch und Boden gefallen. Ich glaube, es ist ein Schlüssel. Wenn meine Arme länger wären, könnte ich ihn erreichen. Auf dem Tisch ist ein großer Stapel Kartons voller Bücher. Das ist viel zu viel Mühe, sowas Schweres zu bewegen. Heather ist ein bisschen faul. Zum Glück hat sie zufällig vorher diese Zange gesammelt.
Dachte ich zumindest, ach, da ist sie. Verwenden wir die mal. Und ihr Arm wäre auf keinen Fall lang genug gewesen. Und von der Seite reinzugreifen ist jetzt auch ein bisschen zu weit hergeholt. Aber ja, das ist der mit Zange gefasste Schlüssel. Mir fällt gerade auf, dass diese Idee mit, ich mache die Folgen immer so lange, wie die Speicherpunkte auseinander sind, eine schlechte Idee war, denn der war jetzt wirklich nah. Wir spielen also einfach mal ein bisschen weiter. Das sind ja jetzt schon zwei. Gott. Ja, ich kann aber an ihnen vorbei. Oh mein Gott, die ganze Party. Wer hat denn die Familie mitgebracht? Ich glaube, die lassen sich auch von den Fleischstückchen anlocken, aber wir brauchen sie gerade nicht. Also es muss nicht sein, es geht auch anders. Hallo Tür, ich liebe dich, deshalb laufe ich so in dich hinein. Spüre meine Brüste. Helen's Bakery. Oh, aber was ist denn das für ein Brot? Vollkorn oder wie? Ich bin das einzige Vollkorn hier. Damit das klar ist. Und da können wir nun rein mit dem mit Zange gefassten Schlüssel, der bestimmt auch von allen so genannt wird. Und soweit ich weiß, erwartet uns hier das erste Level. Mal sehen, wie es auf dem Schwierigkeitsgrad so ist. Rätsel meine ich. Keines der Bücher ist wirklich interessant. Die kann man überall kaufen. Ja. In Buchläden zum Beispiel. Und du bist in einem. Und trotzdem total verwirrt darüber, dass hier Bücher sind. Sie ist abgeschlossen. Aber wir können sie mit einem Code öffnen. Und wie dieser Code lautet, lässt sich relativ schnell herausfinden, indem man einfach diese Bücher hier nebeneinander stellt, die traurigerweise rausgefallen sind. Soll ich die Bücher, die ich vom Boden aufhebe, einordnen? Ja? Sollst du eigentlich? Ach, das ist das erste Buch jetzt? Wo auf dem Regal möchten Sie das Buch hinstellen? Ja, wenn ich doch bloß wüsste. Machen wir es mal dahin? Okay. Also ich weiß, dass auf dem niedrigeren Schwierigkeitsgrad, auf diesen Büchern, dann in Schrift praktisch, steht, wie der Code lautet. Das scheint auf dem höheren Schwierigkeitsgrad ein anderes Rätsel zu sein. Ich stelle sie jetzt einfach mal, ups, das wollte ich nicht. Ich stelle sie jetzt einfach mal direkt hintereinander auf dem Regal auf. Aber selbst dafür bin ich offenbar gerade ein bisschen zu blöd. 3, 4, 5. Ja, das sind die Bücher in der richtigen Reihenfolge, bringt mir aber nicht allzu viel. Das heißt, mir fehlt zum Lösen dieses Rätsels offenbar noch irgendein Puzzleteil. Steht da was? Tatsache. Hierin ist eine Tragödie. Seid ihr Spieler oder Zuschauer? Wie dem auch sei, das Ende bleibt sich gleich. Alle gehen nur dem Tode entgegen. Die ersten Worte zu deiner Linken. Ein falscher Wahn, ein im Wahn tanzender Mann. Unhörbare Worte hörend, zieht es ihn zum Grab der Geliebten und dort vielleicht endlich echter Wahnsinn. So fand dieser den Tod spielend schließlich den wahren Tod. Einen namenlosen Liebhaber mordend, durchbohrte sie ein von Trauer zerrissenes Herz. Bittet die Lüge um die Wahrheit? Trägt die Wahrheit in Wahrheit nur die Maske der Falschheit? Ah, ihr Erbärmlichen, ihr Unglücklichen! Doch zwischen den Lügen auch naht das Ende nicht, warum den Tod ersehnen? Wollt ihr euch des Geliebten annehmen? Wahrheiten und Lügen, Leben und Tod. Ein Spiel macht Schwarz aus Weiß und Weiß aus Schwarz. Ist nicht vor Liebe strotzender Stille wertvoller als Schmeichelei? Ein ruhiger Schlaf besser als ein Thron mit Blut besudelt? Ein rachsüchtiger Mann vergoss Blut für zwei. Zwei Jünglinge vergossen Tränen für drei. Drei Hexen auf diese Weise verschwanden und nur die vier Schlüssel kamen nicht abhanden. Okay. Ah, aber wahrlich, hierin ist eine Tragödie.
Okay. Na gut. Sag mal, die Bücher hatten die alle denselben Titel. Shakespeare Anthology 1, 2, 3, 4, 5. Ha. Also, wir scheinen alle Schlüsselteile zu haben. Das heißt, anhand dieses Textes soll man anscheinend herausfinden, wie die Kombination geht, richtig? Hm. Wartet, lass mich das nochmal durchlesen.